Servus Freunde, hier mal zu einem kleinen Video, das ihr so noch nicht von mir gesehen habt. Ich flacke hier in meinem Stuhl rum und werde euch jetzt einfach mal was vom Pferd erzählen. Ich labere jetzt einfach mal so ein bisschen vor mich hin, um euch vielleicht ein bisschen was zu erklären, ohne richtiges Ziel oder sonst was. Anlass ist ein heute erschienener Artikel in der Stuttgarter Zeitung über das Reinheitsgebot und die Geschichte des Reinheitsgebots. Und aufgrund von dem Artikel, den ich mir jetzt halt heute durchgelesen habe, habe ich mir gedacht, eigentlich könnte ich euch mal so ein bisschen was erzählen. Ja, das Reinheitsgebot ist eine feine Sache, das bestimmt so ziemlich jeder kennt, unter anderem als das am längsten gültige Lebensmittelgesetz weltweit. Seine Wurzeln hatte das Ganze ja im Prinzip schon im frühen Mittelalter. Also es gab vorm bayerischen Reinheitsgebot von 1516 schon verschiedene andere Verordnungen, die die Bierqualität eben schützen sollten. Und das Ganze hat eben da seinen Ursprung, dass früher, muss man ja sagen, hat jeder, so gut wie jeder Bier getrunken. Das war normal, das war, wie man weiß, reiner als Wasser, sagt man immer. Was natürlich daran liegt, dass durch Gärung Alkohol entstanden ist, da dann antibakteriell wirkte und ja, so war es halt. Natürlich war das Bier deutlich dünner, leichter, so dass man da deutlich mehr davon trinken konnte und auch schon Kinder Bier getrunken haben. Also es war ganz normal. Das ganze Volk hat Bier getrunken. Und ein Grund, dass irgendwann das Reinheitsgebot hergenommen wurde, ist der, dass auf der Suche nach einem Gegenpol zum Süßen, zu der Restsüße im Bier, eben verschiedene bitternde Produkte erforscht wurden, eingesetzt wurden. Irgendwelche Kräuter oder Pflanzen aus dem Wald mit Gerbstoffen. Unter anderem wurde dann tatsächlich sogar Tollkirsche und andere Sachen benutzt, die einfach gesundheitsschädlich oder einfach giftig sind. Zum einen vielleicht aus Unwissenheit, da hat man einfach irgendwas hergenommen, damit das Bier halt so schmeckt, wie es sein soll. Zum anderen vielleicht sogar bewusst, man wollte sein Produkt an den Mann bringen und hat es vielleicht in Kauf genommen, dass es ja sogar schädlich war. Also das ist ein Grund. Der andere Grund ist natürlich, dass grundsätzlich einfach gepanscht wurde, um zum Beispiel den Profit zu vermehren. Dann wurde es vielleicht verwässert oder es wurde einfach Material reingehauen, um einen eigenen Geschmack hinzukriegen oder weiß sonst Gott was. Auf jeden Fall wurde 1516 dann das Reinheitsgebot erlassen, weil sich diese Bierpanscherei eben irgendwann als so schlimm erwiesen hat, dass der damalige König einfach Angst um seine eigene Gesundheit, um die Gesundheit seiner Familie hatte und dann das Reinheitsgebot erlassen hat, was besagt, dass Bier eben ausschließlich aus drei Zutaten hergestellt werden darf, nämlich aus Brauwasser, Gerste bzw. Gerstenmalz und Hopfen. Von der Hefe wusste man damals so noch nichts. Die war halt da in der Luft, kam so ins Bier und dass man die wirklich braucht, war es mehr oder weniger bekannt. Heute ist natürlich die Hefe auch im Reinheitsgebot mit enthalten, das jetzt heutzutage als das Biersteuergesetz bekannt ist. Ja, Hopfen, Gerstenmalz, Wasser, Gerste aus dem Grund, Weizenmalz war im Reinheitsgebot von 1516 noch nicht inbegriffen. Aus dem Grund, weil Weizen einfach für die Bäcker vorbehalten sein sollte. Also damit sollte einfach gewährleistet sein, dass immer genug Brot für das Volk da ist. Gerste sollte dann zum Bierbrauen hergenommen werden. Einfach um sicherzustellen, dass das Weizen nicht ja, fürs Bier verbraucht wurde und nachher das Volk verhungern muss. Darum Gerste für Bier, Weizen für Brot. Genau. Auf jeden Fall hat das Reinheitsgebot bis heute eigentlich seine Gültigkeit, nicht
wirklich verloren, auch wenn es heute als das Biersteuergesetz bekannt ist, wie ich schon gesagt habe. 2016 haben wir das 500-jährige Jubiläum des Reinheitsgebots gefeiert. Allerdings ist das Reinheitsgebot im Laufe der Zeit, also das Biersteuergesetz, muss man sagen, im Laufe der Zeit natürlich an heutige Verhältnisse entsprechend angepasst oder entschärft worden. Also kann man da jetzt nicht 100% sagen, dass das Reinheitsgebot von 1516 ist zwingend. Wenn es jemand draufschreibt, dann sollte man schon davon ausgehen, dass es genau das gemeint ist. Aber wenn heute die Rede von nach Reinheitsgebot gebrautem Bier ist, dann meint man nach Vorgabe des deutschen Biersteuergesetzes, was eben immer noch diese strengen Auflagen zum Teil oder hauptsächlich eigentlich hat. Da muss man jetzt dazu sagen, untergärige Biere sind deutlich strenger, schärfer geschützt als obergärige Biere. Untergärige Biere, also alle möglichen, die wir so jetzt erstmal kennen, die meisten sind einfach untergärig, Pils, Export, Helles, ja. Und die sind im Prinzip immer noch so geschützt nach Geltung vom Reinheitsgebot von 1516. Die dürfen immer noch eben mit diesen vier Zutaten ausschließlich hergestellt werden. Natürlich kann man dann in der Produktion Materialien hernehmen und benutzen, die dann zum Beispiel zu einer ja, besseren Klärung oder so führen. Da gibt es dann gewisse, ich nenne es mal Ausnahmen, wenn ein Produkt nicht als Zutat zählt, sondern für die Produktion notwendig ist und davon im Endprodukt, im Konsumbier dann in der Flasche zum Beispiel einfach nichts mehr nachzuweisen ist oder in so geringen Teilen, dass es nicht mehr als da zählt oder als störend oder schädlich oder sonst was zählt, dann ist die Verwendung von solchen gewissen Sachen möglich. Beispiel, wie man das erklären könnte, ist zum Beispiel die Glyphosat-Frage, bei der dann gesagt wird, wenn am Ende noch so wenig drin ist, dann ist es halt unschädlich, dann ist es einfach nicht vermeidbar, dass sowas aus der Pflanze, aus dem Boden oder sonst irgendwie ins Produkt kommt. Obergärige Biere wiederum, bei denen wurde das Biersteuergesetz ein bisschen entschärft. Damit kann man deutlich mehr außerhalb des ursprünglichen Reinheitsgebots anstellen. Die sind nicht so scharf geschützt wie die untergärigen. Zum Beispiel könnte man jetzt bei obergärigen Bieren Zuckercouleur, also Glukosecouleur verwenden, um sie einzufärben, um eine kräftigere, dunklere Farbe hinzukriegen, was jetzt insofern auch nicht unbedingt zwingend verwerflich ist. Zuckercouleur, Glukosecouleur ist ein Produkt, das in der gesamten Lebensmittelindustrie überall eingesetzt wird und vermutlich bald überall auch drin ist. Zum Beispiel Spirituosen in jedem Whisky, zumindest im niedrigeren Preissegment, das man so im Laden kaufen kann, wird Zuckercouleur drin sein, um eben eine gewisse kräftigere gewollte Farbe hinzukriegen und vor allem gleichbleibende Farbe hinzukriegen. Ja, da die Whiskys, die billigeren, halt auch einfach nicht die nötige Zeit in den nötigen Fässern hatten, um die entsprechende Farbe eben aufzubauen. Auf jeden Fall, Zuckercouleur wird für die Anpassung der Farbe überall genutzt und es ist insofern auch nicht unbedingt verwerflich, weil es ist ja nicht schädlich. Ja? Und geschmacklich macht es auch keinen Einfluss. Also da ist das Ganze möglich. Man muss allerdings beim Bier jetzt sagen, da gibt es Alternativen. Man könnte, was auch gemacht wird, natürlich, das ist jetzt zum Beispiel bei untergärigen Bieren auch möglich, mit sogenanntem Farbebier, mit Malzextrakt, dunklem Malzextrakt, das Bier einfärben, beziehungsweise vorher schon die Würze einfärben. Das geht. Das Malzextrakt ist genauso wie das Bier auch nach Reinheitsgebot hergestellt. Sowas ist zum Beispiel möglich. Auf jeden Fall bei obergärigen Bieren darf man Glukosesirup verwenden. Und ja, was man davon jetzt halten mag, kann jeder nachher für sich selber entscheiden. Also ob man das jetzt als Betrug sieht oder nicht. Oder im Endeffekt muss er eh draufstehen
Und ich würde sagen, die meisten deutschen Brauereien hüten sich davor, hinten aufs Etikett irgendwas drauf zu schreiben, was eben nicht Gerstenmalz, Weizenmalz, Hopfen, Wasser, Hefe ist. Einfach schon, weil jeder das Reinheitsgebot kennt und es einfach komisch aussehen würde. Und deklariert werden muss es natürlich trotz allem. Ja. Ja, was ist denn untergäriges und obergäriges Bier? Also, wie gesagt, untergäriges, man hat es schon angesprochen, das sind eben die im, ich nenne es mal, normalen Konsumentenumkreis bekannten Biere, sind meist untergärig, also Pils, Export, helles, dunkles Schwarzbier auch. Das sind untergärige Bierstile. Und obergärige Bierstile, um das jetzt dem Laien zu erklären, würde man einfach nur sagen, obergärig ist Hefeweizen, Kristallweizen, Weizenbiere, obergärig, alles andere untergärig. Stimmt natürlich nicht ganz, es gibt auch sehr, sehr viele obergärige Biere, aber das sind dann schon Liebhaberdinger und oder für ja, bestimmte Gegenden bekannt. Zum Beispiel jetzt obergärig in Deutschland ist zum Beispiel das Kölsch. Aber wer kennt im Süden schon Kölsch, beziehungsweise kennt schon, aber wer hat es schon getrunken oder trinkt es öfter? Also Kölsch darf eben nur in Köln hergestellt werden. Das ist eine geschützte geografische Angabe. Genauso wie Altbier, auch obergärig, kommt aus Düsseldorf. Kennt hier im Süden auch niemand. Berliner Weiße wäre dann noch so ein Kandidat. Also es gibt schon mehr obergärige Biersorten, es gibt auch deutlich mehr untergärige Biersorten. Aber wie gesagt, um das mal für den Laien erstmal so um auseinanderhalten zu können, die untergärigen, die üblichen bekannten obergärigen Weizenbiere. Um die rein geschmacklich oder charakteristisch zu unterscheiden, die untergärigen sind meist geradliniger, schlanker, runder im Geschmack, haben nicht die ganz so breite Aromenvielfalt wie obergärige. Die obergärigen, also jetzt gerade Hefeweizen, man kennt es, hat eine bananige Note im Duft und auch oft fruchtige Geschmacksnoten überhaupt. Und untergärige Biere, bei denen kommt der Geschmack im Normalfall nicht von der Hefe, da kommen wir gleich noch so drauf zu sprechen, sondern das sind es dann eben nur die eingesetzten Hopfen und Malze, die da hauptsächlich fürs Geschmacksprofil und Geruchsprofil verantwortlich sind. Genau, was heißt es? Also im Prinzip, wie gesagt, kann man jedes Bier in eben genau diese Kategorien kategorisieren, also untergärig, obergärig. Das sind die Überbegriffe für jedes Bier, das es auf der Welt gibt. Und dann kommen erst die Sorten. Das heißt, man kann jedes Bier klassifizieren. Das ist ein obergäriges, das ist ein untergäriges und so kann man erstmal ein paar Schubladen öffnen und die da rein tun, metaphorisch gesprochen. Untergäriges Bier heißt aus dem Grund so, weil untergärige Hefe bei der Gärung zum Einsatz kommt. Untergärig heißt die Hefe aus dem Grund, weil die Hefezellen, ein Pilz, ein einzelliger Pilz, die Hefezellen bei der Vermehrung immer nur jeweils eine Tochterzelle produzieren, also eine Mutterzelle produziert eine Tochterzelle und das war's dann. Also es sind immer einzelne Zellen bzw. zwei Zellen und die lösen sich voneinander und schwimmen dann vereinzelt im Produkt Bier umher. Bei obergärigen Bieren und obergäriger Hefe ist es so, dass die Zellen eine gewisse Schleimhaut haben. Hört sich komisch an, ist im Prinzip aber wirklich so. Und die Tochterzellen bleiben an den Mutterzellen haften. Da bilden sich dann so Sprossverbände, sagt man. Also große Hefezellklumpen. Und an diesen großen Hefezellklumpen kann das bei der Gärung entstehende CO2, da entsteht ja nicht nur Alkohol, sondern auch CO2, auch noch ein paar andere Sachen. Das CO2, das von unten hoch sprudelt, sich unter den Sprossverbänden sammeln und die dann an die Oberfläche treiben. Dann sammelt sich also im Verlauf der Gärung an der Oberfläche des Biers ein Hefe, ja, wie sagt man das, ein Hefehaufen. Man spricht von Kräusen in der Fachsprache, eine Kräusendecke. Also da sammelt sich dann Hefe einfach oben
Und bei der untergärigen, da gibt es eben nicht diese Angriffsfläche fürs CO2. Die einzelnen Zellen sinken im Verlauf oder am Ende von der Gärung, wenn das Bier dann kaltgestellt und wird und in Lagerung kommt, sinken die dann unten am Tankboden ab. Wenn man die Hefe erntet und wieder benutzen möchte, dann funktioniert es beim untergärigen auch genau so. Jetzt ist der Rest da. Hallo? Ja, hi. Ja, also wenn man die Hefe eben ernten, um sie wieder benutzen zu können, dann wird eben bei der untergärigen Hefe nach der Gärung aus dem dann leeren Tank, also ins Bier raus ist, die Hefe von unten abgeschöpft, beziehungsweise wenn man den entsprechenden Tank hat, einfach während der Gärung schon unterhalb des Biers, sie sinkt hier ab, unten einfach abgelassen und aufgefangen. Beim obergärigen Bier wird sie dann einfach dementsprechend oben während der Hauptgärphase werden dann einfach die Kräusen dann schon abgeschöpft oder aufgefangen. Genau. Jetzt ist die Gärung obergärig, untergärig allerdings nicht nur vom Verhalten her unterschiedlich, sondern auch technologisch ganz unterschiedlich. So ist die untergärige Hefe nämlich nur bei deutlich geringeren Temperaturen wie die obergärige aktiv und funktioniert auch nur bei sehr geringen Temperaturen von ja, zwischen 8 und 12 Grad, sagen wir mal, richtig gut. Ja, und früher gab es eben entsprechend nicht die Möglichkeiten, immer diese kühlen Temperaturen von 8 bis 10 Grad zu garantieren in der Umgebung, außer ja, halt im Winter oder wenn es draußen dementsprechend kalt war oder eben im Keller. Deswegen ist untergäriges Bier, ich möchte sagen, sehr jung. Ich würde jetzt sagen, so richtig gibt es es erst, ja, ich wollte jetzt gerade 1842 sagen, weil seitdem gibt es das erste Pils. Allerdings gab es untergäriges Bier, ich nenne es mal industriell, schon auch früher. Aber richtig möglich wurde es dann eben erst mit der Erfindung der Eismaschine von Linde. Vorher gab es zwar schon auch untergärige Biere, wie gesagt, im Winter konnte man zum Beispiel trotzdem untergärig brauen oder man hatte die Möglichkeit von Eiskellern, in denen man dann eben Eis das ganze Jahr über lagern konnte und immer zur Verfügung hatte. Aber ganz grundsätzlich muss man sagen, ist natürlich ein deutlich höherer Aufwand und im Endeffekt gibt es untergäriges Bier noch nicht so lange wie das obergärige Bier und das obergärige Bier schon seit jeher. Also das erste Bier, das auf der Welt gebraut wurde, war eben ein obergäriges. Das ist Fakt. Also die Hefen, die halt in der Luft rumfliegen, auch die, also jetzt gerade eben die ganz normale Backhefe, die man jetzt im Haushalt einfach so kennt, die Bäckerhefe, wissenschaftlicher Name von der Hefe, ist Saccharomyces cerevisiae, also Zuckerpilz des Bieres oder Bierpilz, Zuckerpilz, Bier, ja, wie auch immer. Da steckt also das Wort Bier schon drin, in der ganz normalen Backhefe tatsächlich. Also da sieht man, das ist eben genau die Hefe, die es eben seit jeher gibt und die einfach früher schon ins Produkt reingeflogen kam, schon lange bevor man überhaupt wusste, was Hefe ist oder warum man die da überhaupt braucht. Und die funktioniert eben bei deutlich höheren Temperaturen, bei ungefähr 18 bis, ja, sagen wir mal 22 Grad. Die würde auch bestimmt noch bei viel höheren funktionieren, aber am besten bei um die 19, 20 Grad eben. Und da versucht man es dann in der Brauerei eben auch zu halten. Und jetzt ist das Ganze natürlich nicht nur technologisch anders und einfacher. Warum sollte man untergärig hernehmen, wenn es einfach immer nur schwieriger ist? Ja, das hat natürlich einen Grund. Die untergärigen Biere, ich meine, im Endeffekt, ihr wisst ja, ich habe euch schon gesagt, was ist untergärig, was ist obergärig. Jeder kann sagen, also nicht jeder kann sagen, aber es gibt eben Leute, die sagen, ich mag kein Hefeweizen oder trinke ungern Hefeweizen, ich trinke halt lieber einen Pils oder einen Export. Es gibt auch genug Hefeweizen-Fans. Aber grundsätzlich lässt sich sagen, untergärige Biere haben einen deutlich schlankeren, reineren, runderen, heute könnte man sagen, bierigeren
Geschmack. Ja. Und obergärige Biere haben eben diese exotischen Noten noch mit drin, diese fruchtigen Noten, Banane, Mango, sowas lässt sich da gerade bei Weizenbieren eben häufig rausschmecken. Und eben dieses Aromaprofil kommt daher, dass bei der warmen Gärung die Hefe gestresster funktioniert. Und bei diesem stressigen Vorgang, es funktioniert auch deutlich schneller, also das untergärige Bier gärt in ungefähr 2 Wochen und ein obergäriges Bier braucht wirklich nur ein paar Tage und dann ist es durchgegoren. Also es geht deutlich, deutlich schneller. Und in dieser schnelleren Gärung funktioniert die Hefe auch gestresster. Und bei diesem Stress produziert sie eben nicht nur Alkohol und CO2, was man ja im Endeffekt im Bier will, sondern auch noch allerhand gern Nebenprodukte. Machen die untergärige Hefe natürlich auch, aber bei der obergärigen sind es halt nochmal eine Handvoll mehr. Und allen voran für den Geschmack zuständig, den man nachher ja sogar will. Also man möchte ja eine gewisse Bananigkeit im Weizen haben und eine gewisse exotische, fruchtige Geschmacksnote. Das sind eben bestimmte Ester. Diese Esterstoffe werden auch anderweitig eingesetzt in der Lebensmittelindustrie als Geschmacksstoffe, in Süßigkeiten oder sonst was, um einen Erdbeer-, Himbeergeschmack oder sonst was hinzukriegen, wird dann entsprechende Esterverbindung eingesetzt und dann hat man einen ähnlichen Geschmack. Und genauso ist eben jetzt zum Beispiel im Hefeweizen, das ist halt ein bestimmter Ester, der dann halt eine Bananigkeit im Weizen auslöst. Und die untergärigen Biere, bei denen ist der Gehalt von solchen Gärprodukten eben deutlich, deutlich, deutlich geringer, bis teilweise gar nicht mehr wirklich wahrnehmbar. Es entstehen natürlich noch ein paar andere Gärnebenprodukte, Diacetyl, was zum Beispiel nachher für einen gewissen buttrigen Geschmack sorgt. Das hat dann auch das untergärige Bier deutlich. Das baut sich allerdings mit einer Lagerzeit wieder ab, deswegen wird dann Bier ja auch gelagert, unter anderem. Genau, aber so viel erstmal dazu, warum gibt es Ober- und Untergärig und was sind die Unterschiede zwischen Ober- und Untergärig? Ja, jetzt sind wir einmal durch die Biergeschichte und durch die Grundzüge der Definition Bier durchgerast. Ich hoffe, ihr konntet davon was mitnehmen. Vielleicht machen wir sowas mal wieder, dann gehen wir mal irgendwie den Brauprozess durch oder sowas ähnliches. Ich hoffe, das hat jetzt erstmal was gebracht. Ich habe mir wirklich den Mund fuffelig gebabbelt. Und es ist jetzt eine entsprechende Videoqualität, weil ich jetzt halt wirklich aus meinem Computerstuhl raus einfach in die Webcam rede. Aber ich wollte ja hier auch nur inhaltlich was rüberbringen und jetzt nicht die große Leinwand bedienen. Ich hoffe, das ist trotzdem okay und dann können wir das auch gerne öfter machen. Also, so viel dazu. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen guten Tag, einen guten Morgen und eine gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal, Freunde.